Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir Rocket League Autos, Items und Credits kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner RocketLeague.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REPASS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReaperSYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Es ist wieder Zeit für neue Gratis-Items in Rocket League. Alle Informationen zu den neuen Gratis-Items gibt es hier heute in diesem Video. Daher bleib auf jeden Fall dran, würde mich sehr freuen. Lass unbedingt ein Like da, lass ein kostenloses Abo da und wir sind natürlich wieder auf der offiziellen Rocket League-Seite. Wir sehen hier schon die Überschrift, feiert den Black History Month mit dem Künstler Anthony Asekwo oder Asekwo, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Das ist halt immer so die Sache, da ich den Künstler jetzt auch in dem Fall wieder nicht kenne. Weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird, aber es wird schon ein relativ bekannter Künstler, denke ich mal, sein, da es sonst keine Kooperation zwischen Rocket League und diesem Künstler geben würde. Ja, dann darunter sehen wir direkt ein schönes Bild von einem Octane und sehr wahrscheinlich den neuen Gratis-Items, beziehungsweise hier sehen wir einen, finde ich sogar, sehr geiles Decal. Das gefällt mir ausnahmsweise mal sehr, sehr gut. Wir haben hier so chinesische, japanische Zeichen drauf. Vorne haben wir auch eben so ein Samurai drauf. Sieht ganz cool aus, wird wahrscheinlich ein gratis Decal sein. Und ihr habt es wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt, der Black History Month sagt uns natürlich was, denn es gab jetzt schon in den letzten 2-3 Wochen schon 2 Gratis-Packs im Shop, die man eben sich holen konnte und immer noch kann. Also falls du es noch nicht gemacht hast, schau auf jeden Fall gerne mal in den Item-Shop bei Black History Month vorbei. Wir lesen uns das Ganze natürlich wieder zusammen durch. Rocket League feiert weiter den Black History Month. Wir haben in diesem Monat bereits 2 kostenlose Item-Packs veröffentlicht, die die Arbeit erfolgen. Erfolgreicher schwarzer Künstler zeigen. Ja, das Ganze hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, dass es eben schon 2 gratis Item-Packs gerade schon im Shop gibt, die sich jeder immer noch abholen kann. Genau, das Sunia von Geneva Bowers Pack und das Parallel von Tage Francis Pack. Heute möchten wir unseren letzten Künstler des Monats vorstellen, Anthony Asekwo. Anthony, ein vielseitiger nigeranischer Künstler, gibt auch eine Kostprobe seines Schaffens auf dem von Samurai inspirierten Yasuke-Aufkleber, Avatar-Rahmen und Spielerbanner. Habt ihr die ersten beiden Packs verpasst? Keine Sorge, alle 3 Packs sind noch bis zum 28. Februar im Tab Black History Month des Items Shops verfügbar. Bedeutet also, das Ganze ist noch verfügbar, wie gesagt, bis zum 28. Februar, also bis zum letzten Tag vom Februar. Da der Februar ja eben nur bis zum 28. geht, das sollte eigentlich ja auch mittlerweile jeder wissen. Und hier sehen wir dann den Avatar-Rahmen und hier den Spielerbanner. Wie gesagt, die ganzen Sachen gefallen mir mega gut. Das Design gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ja, deshalb werden wir uns das Ganze natürlich auch holen. Ist ja selbstverständlich. Da wird es dann auch nochmal ein Video zu geben, wenn das Ganze dann wirklich da ist und ich das Ganze abhole. Begegnung mit dem Künstler. Anthony Asekwo ist ein Künstler, dessen Werk sich nicht auf ein Genre beschränkt. Als wachsende Größe in der nigerianischen Kunstwelt beschäftigt er sich mit den verschiedenen Aspekten der digitalen Malerei und 3D-Plastik, Poesie und Kurzgeschichten. Allen gemeinsam ist Anthonys Herangehensweise an die menschliche Geschichte, die jedem seiner Werke ein abstraktes und doch tiefgründiges Gefühl verleiht. Viele seiner Werke durchbrechen mit ihrem Blick die vierte Wand, akzeptieren die Anwesenheit des Betrachters und erkennen sie an. Während unserer Zusammenarbeit trafen wir uns mit Anthony und konnten ihm ein paar Fragen stellen. Wir sprachen über seine Kunst, Videospiele und die Erfahrungen, die ihn inspirieren. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Hier ist, wie gesagt, auch so ein kleiner Text über ihn. Ja, ob das jetzt die meisten von euch interessiert, ist natürlich fraglich. Wahrscheinlich haben die meisten sowieso schon abgeschaltet hier dieses Video, weil jeden das immer interessiert, was es denn Neues gibt. Frage, kannst du uns kurz etwas über deinen Werdegang erzählen? Wie hast du deine Karriere in der Graphic-Branche aufgebaut? Antwort, natürlich vor 7 Jahren haben hier in Lagos, Nigeria, mit der digitalen Malerei begonnen. Damals hatte ich gerade mal eine Maus und einen
ramponierten Laptop. Aber ich war mit Leidenschaft bei der Sache und wollte, dass etwas daraus wird. Bild für Bild und Jahr um Jahr wurde ich besser und langsam wurden die Leute auf mich aufmerksam. Ja, wir lesen einfach jetzt mal nicht weiter. Ihr seht das Ganze ja hier sowieso. Das ist halt im Prinzip einfach wirklich eine komplette Lebensgeschichte über den Dude hier. Ich kenne den halt nicht, deswegen ist es auch für mich jetzt wahrscheinlich nicht so interessant. Wichtig für uns ist, diese Sachen hier sind gratis. Ja, die wird es jetzt sehr wahrscheinlich schon ab heute oder morgen im Shop geben. Also checkt das Ganze unbedingt aus, holt euch das Ganze, wie gesagt, gratis. Lasst an der Stelle jetzt ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns morgen mit dem nächsten Video. Checkt das Ganze natürlich auch aus und tragt unbedingt meinen Creator-Code in euren Shop ein. Steht hier unten, ja, wichtig eingeben. Alle 14 Tage, wenn ihr Credits braucht, Rocket League Exchange auschecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Bereapers Video. Ciao, ciao.